Wilhelm Bauer, Gründer der Badischen Neuesten Nachrichten und überzeugter Katholik. Seine Büste ist Teil der Kunstaktion Luther, einer von uns. Der Künstler Harald Birk hat 22 Karlsruher porträtiert, die Martin Luthers Anliegen verkörpern. Wilhelm Bauer ist als Zeitungspionier bis heute Vorbild. Die Nähe zu Luther ist seine Unbeugsamkeit, sein Mut, seine Unerschrockenheit, sein Behauptungswillen und das Vertrauen in die Kraft von Wort und Schrift. Herr Landesbischof Wilhelm Bauer, der Gründer und erster Verleger der BNN, steht ja für die Kraft des gedruckten Wortes. Hat das gedruckte Wort in unserer heutigen, schnelllebigen und natürlich auch digitalen Zeit noch Bestand? Ich glaube, es ist sehr wichtig für unsere Zeit, damit wir auch etwas haben, wo wir sagen, genau diese Hektik unterbrechen können, wo wir entdecken, es ist gut, einfach manchmal über Sachen gründlicher nachzudenken, abzuwägen, ins Gespräch zu kommen und darauf zu schauen, was sagen die anderen. Und ich habe den Eindruck, da ist das gedruckte Wort auch in einer besonderen Weise auch noch privilegiert. Sie haben die Tageszeitung, da haben Sie schon etwas Abstand, müssen sozusagen, können nicht ganz zeitgleich sein wie mit Ihrer Online-Redaktion. Wir haben sogar die Bibel und ich habe manchmal den Eindruck, diese Worte aus der Ferne helfen, um heute besser zurechtzukommen. Luther war ja wortmächtig im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie den Eindruck, dass die Kirche heute noch gut mit dem Wort umgeht? Macht sie vielleicht zu viele Worte? Treffen die Pfarrer, die Pfarrerin den Ton? Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, den Ton der Zeit zu treffen und gleichzeitig der Zeit nicht nach dem Mund zu reden. Das ist nicht einfach. Luther selbst hat auch mal einen Predigtstreik von mehreren Jahren gemacht, weil er gesagt hat, ich komme bei euch nicht mehr an, ihr hört nicht zu, ihr hört nicht auf das, was ich sage, ich werfe mein Wort vor die Säue. Aber ich habe schon den Eindruck, Menschen erwarten dann doch das gute Wort, was sie freispricht, was ihnen Mut macht, was sie tröstet, etwa bei Beerdigungen. Und das wird schon in unserer Kirche mit einer großen Sorgfalt getan und versucht zu tun. Klar gibt es auch die Ausreißer, dass wir selber das Gefühl haben, wir sind geschwätzig gewesen, habe ich jetzt den Ton getroffen. Aber das Wort selber ist etwas, was Menschen, glaube ich, brauchen. Es muss ans Ohr und dann findet es auch seinen Weg ins Herzen. Sie kennen als Landesbischof schon sehr viele Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum und ganz viele werden noch folgen. Wie schätzen Sie die Prägekraft des Projekts Luther, einer von uns, mit den 22 Büsten ein, die jetzt ja im Stadtgebiet aufgestellt werden? Die ganz besondere Stärke ist, dass Luthers Idee oder die reformatorischen Ideen damit jeweils ein Gesicht bekommen und dass dieses Gesicht in die Stadt geht und an bestimmte Orte kommt, sich dann an Orten mit Themen verbindet, wie hier der Herr Bauer mit dem Thema Medien und so einfach in den verschiedenen Bereichen, auf den Plätzen, in Geschäften, in Schulen, Universitäten, einfach der Eindruck entsteht, dieses Wort, dieses Thema, diese Frage nach dem Gewissen, nach der Freiheit, nach der Verantwortung, die haben was mit uns und unserer heutigen Zeit zu tun. Also insofern finde ich es eine ganz tolle Idee, weil es wirklich dazu hilft, diesen Gedanken, wie kommt der Geist Christi in unsere Welt, für heute deutlich zu machen und deutlich in der Wirklichkeit anzukommen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne.